Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, kurzer Ausflug hier zum neuen Lager hier in Shady Bale, das Haus, wo sie sich schon gut eingerichtet haben. Geht es jetzt weiter mit ein paar Aufgaben, die Arthur wieder mal so erledigen muss. Zum Beispiel Schulden eintreiben. Gar nicht so weit weg vom Lager. Da reite ich jetzt hin, hol die Schulden zurück von dem Typen. Dann gehe ich zurück zum Lager, gebe die Schulden ab in die Bank sozusagen und dann geht es wieder Richtung Saint-Denis. Jetzt machen wir zwei weitere Aufgaben für den Professor und den Mönch. Ich freue mich drauf. Mal gucken, was wir da erleben werden. Oh, hier ist ein alter Dampfer. Fischerdampfer oder so. Wie kommt denn das Boot da oben hin? Vom Sturm oder was? Cool. Ein Boot auf dem Baum. Oh, guck mal, hier ist jemand. Das ist aber nicht der... Hast du da eine Leiche? Hey, you don't involve yourself with this. Das ist eine Frau. Hey! Du, der hat eine Frau hier getötet. Boy, you're about to see the wrath of God. Der hat eine Frau gekillt. Alter. Habe ich ihn hier erwischt? Wahrscheinlich wollte er sie so auch irgendwie im Sumpf verscharren, oder? $2,50 dabei. Nein, nicht nur die Frau, der hat hier die Kutsche überfallen. Ah. Was eine Drecksau. Okay, aber er ist ausgeschaltet, der tut niemandem mehr weh. Da frage ich mich, ob wir, wenn wir früher vorbeigekommen wären, ob wir die vielleicht noch retten hätten haben. Vergangenheitsform und so, wisst ihr schon. Vielleicht hätten wir die retten können. Dann läuft auch schon wieder gleich die dramatische Musik. Das sind wahrscheinlich die Schiffe, die dann auch überall so in Saint-Denis am Hafen anlegen und so, ne? Welch gespenstische Atmosphäre hier schon wieder. Aber vielen Dank an alle, die das letzte Video wieder bewertet haben und unterstützt haben mit Daumen nach oben. Dankeschön. Und auch danke an alle fleißigen Kommentarschreiber, die hier täglich immer einen Kommentar da lassen. Ist ja nicht selbstverständlich. Aber ich bin immer sehr dankbar. Okay. Hallo? Also noch sehe ich hier niemanden. Ich klopfe mal. Okay. Hier ist niemand. Es soll ein Fischer sein. Vielleicht ist er gerade angeln oder so. Gucken wir mal am Ufer nach. Das Gebiet ist ziemlich groß, was wir hier noch durchsuchen können. Da ist jemand. Der besäuft sich. Hey! You better have a damn good reason for being on my property, mister. Hab ich. Remember that loan you took, Mr. Davison? Well, time's long since up. I'm here to collect. I should have known. You goddamn bludgeon men are all the same. Sure, I got your money. Every stinking cent. It's okay. In the house. Okay. Hell, I'll even offer you a drink. We can toast to never laying eyes on each other again. Na, hoffen wir mal. Er ist stinkbesoffen. Sein Waffenholster ist leer. Right now. How about you? Well, you gotta be stinking drunk already to do this kind of work. I like doing it sober. If you take my money, surely you take a drink off me as well. That would be the mannerly thing to do. Let's just handle the money first. Worry about manners later, okay? Hoffen wir mal, dass er nicht nur seine Waffe holen möchte in der Hütte. You were catching flies, you weren't catching fish. Now come on, let's get us that death. Someone's here, boy. Pop. Seine. Wait, what's going on? Seine Kinder oder sein Sohn? Go fix us a drink. Sein Sohn. Another one, Pop? Don't give me no talk, boy. Just do it. I'll look down here for our savings.
Lass das Messer da liegen. Under the sink? Der will das Messer. Der will das Messer. Now where's them drinks, boy? Drinks ready. Also, ich hab meine Waffe in der Hand. Soll ich das jetzt nehmen? It's our life savings. Come and take what you owe. Das Messer da macht mir Sorgen. Ja, das Messer! Ah! I cut your damn head! Alter! Meine Fresse! Durchsucht das Haus nach dem Geld. Ich wusste, er nimmt das Messer. Das lag da so im Regal schon. Hat mich ein bisschen aufgeschlitzt, aber nicht viel. Ein bisschen Leben habe ich verloren, aber das regeneriert sich wieder. Das ist alles noch im weißen Bereich. Jetzt ist der Sohn natürlich noch da. Der Sohn könnte jetzt natürlich theoretisch Rache üben wollen. Was ist das da? Kann ich nicht nehmen. Es blinkt, aber ich kann es nicht nehmen. Du kannst diesen Gegenstand keine weiteren tragen, aber ich habe genug von. Mhm. Dass die Leute nicht einfach mal ihre Schulden bezahlen können. Die müssen doch damit rechnen, wenn sie sich von solchen Leuten Geld leihen, dass die auch wirklich irgendwann mal ankommen und das zurückhaben möchten. Oder? Dieses Blauäugige. Die haben wahrscheinlich immer nie eine andere Wahl, habe ich ja schon drüber gesprochen, aber trotzdem. Er muss ja auch mal ein bisschen an seinen Sohn denken, oder? Aber jetzt nicht mehr, jetzt ist er. I don't want another beating. Fremde Person. Der ist unterm Bett. Son, I want to get out of here, but I can't until I find some money. There's some in my footlocker. I've been keeping it away from him. Ain't that lucky? Tja, warum nicht gleich so? Okay, da haben wir die Schulden. I think I know the sum. And that should cover it. Ain't you the good son? Should be proud of yourself. Ja, er ist bestimmt richtig stolz auf sich selbst, ja. So, ich glaube, das reicht auch, oder? Was haben wir hier noch? Oh, hell! Schokolade. Schokolade. Und hier Bildern von nackten Pferden. Ja, ja, so eine bist du also. Mhm. Zigarettenbildchen. You won't find nothing else here. Please just leave. Ja, ich gehe ja gleich. Danke für die Kooperation, mein Freund. Es war sehr, sehr nett, mit dir Geschäfte zu machen. Und räum mal die Küche auf. Time to go, boy. So, das waren jetzt auch mal wieder zwei Zigarettenbilder. Toll. Wow, Vorsicht. Nicht zu dicht am Baum. So, mal gucken, wen wir jetzt treffen auf dem Weg zurück zum Lager. Zum Beispiel die da. Alter! Was gibt es dir? Holy shit, die haben eine Gatling Gun da hinten drauf. Wer sind die denn jetzt? Sind das mit einer Gatling Gun? Entweder das sind die Riders da, diese von der anderen Gang, oder das sind die von Shady Bell, dem wir das Haus geklaut haben, die Waffenhändler, die jetzt Rache wollen, oder was? Da fahren sie den Wagen davor mit der Gatling Gun, den hätte ich zuerst ausschalten müssen. Da war ich aber jetzt gerade ein bisschen überrascht. Jetzt habe ich da viel Geld verloren, das ist Wiederbeleben. Gibt immer ein bisschen Minusgeld. Da bin ich jetzt. Okay. Dann gehen wir Richtung Lager. Dann kann ich dann noch mit der Dame da sprechen. Plus dann auch noch, wo ist mein Pferd? Da vorne. Plus dann auch da die Schulden abliefern. Schon wieder gestorben, ey. Was für fiese Schweine. So, ich brauche ein paar Lebenspunkte. Habe ich nichts mehr zu essen? Doch, hier ein bisschen Fleisch würde gehen. Regeneriert jetzt nicht so viele Lebenspunkte. Mais. Was gibt denn am meisten?
Na komm, nehmen wir gesalzenes Fleisch. So, Hauptsache der Kern vom Leben ist weiß, dann lädt er sich jetzt automatisch auf. Gatling Gun hat aber auch ganz schön reingehauen. Da ist noch einer. Willst du mich auch? Hey. Wehe, du schießt auf mich. Hey, Mister. Kaninchen. Kaninchen. Lauf, 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 lauf. Ah. Bin schneller als das Kaninchen. So, hier haben wir wieder das Boot, wo die Kutsche mit den Leichen davor war. Die ist jetzt auch verschwunden. Hat schon jemand weggeräumt? Ja. So, ich werde jetzt aber nicht den Umweg dahin reiten, glaube ich, zum Lager, oder? Ich bin doch einfach... Hä? Karen, so weit weg vom Haus? It's Arthur. Hope you've been good out there. Haben die schon so weit hinten die Wachen aufgestellt? Weil das ist ja echt hier. Echt weit, eine Speerposition. Gut, das war auch ein großes Grundstück, ne? Ja. Und hier sind schon die ersten Hütten. Von dieser alten, heruntergekommenen, verlassenen Plantage. Wir haben aber noch alles im weißen Bereich. Sind noch sehr gut aufgestellt hier. Da ist das Haus. Da ist Mr. Strauss. Mit dem muss ich also nicht reden. Die Schulden muss ich ja dann immer in die Kiste packen. Die war im Haus drin, ne? Nicht schon wieder der Reverend, ey. Bleibt mir alle vom Leib. Da oben. Treppe hoch. Oder ist es hier? Nee. Nein, nein, nein. Das ist der Fall, bedeutet, es ist über mir. In dem Zimmer, wo ich gerade drin bin. Einmal nach oben. Ah, hier. Oh, hi, Arthur. Hey, Molly. Wahrscheinlich ist das Zimmer auch von Molly und Dutch. Molly. Bei Molly, da mache ich mir noch Sorgen. Die hat so einen Stress mit Dutch. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ihr Herz zu sehr gebrochen wird, weil sie Dutch ja scheinbar echt mag, aber er die Liebe auch irgendwie nicht erwidert, dass sie eine sein könnte, die vielleicht irgendwie dann Dutch eine reindrücken möchte, dass die Bande verlässt. Und ihn verrät. What are you doing there, Arthur? Weil sie immer wieder sagt, dass er so ein Arschloch ist. Wer weiß. Muss ich noch was kaufen eigentlich? Nö, ne? Arzneien, wir haben ja eigentlich von allem recht viel. Einen Hühnerstall könnte man holen. Eine örtliche Bauernhöfe verkaufen alte Hühnerställe. Das ist auch cool. Lederarbeiten, Werkzeug. Ein Boot können wir auch holen. Ein Hühnerstall ist gut, dann kriegen wir immer frische Eier. Nice. Da gibt es ja immer noch einiges zu verbessern. Die Qualität von Pearsons Eintopf hat sich verbessert. Ja, weil er jetzt frische Eier hat. Sehr cool. Das war das. Das war aber das Kontrollbuch. Da ist die Geldkiste. Schulden abliefern. So. Auch gleich wieder Geld abgeliefert. Und jetzt geht's zur Quest. So, die Dame hier möchte was. Hi. Habe ich die schon mal gesehen? Mary Beth? Mit der habe ich aber echt noch nicht viel zu tun gehabt hier, was die Quest angeht. Hello, Mary Beth. How are you, Arthur? Fine. How are you? Well, I'm well, I think.
It's been quite a run we've had, but we're still alive. Mm. So, no regrets? Regrets for what? Well, for joining this band of maniacs. If you're a girl without means in this world, life is very scary. You boys care for me before no one cared for me. Well, life weren't very nice, Arthur. Not after Mama got typhoid, and that was a long time ago. Sure. What about you? I heard you ran into that Mary girl. Yep. And? Got me thinking how that all ended. Long time ago now. What happened? Well, she didn't love me enough, I guess. Or I wouldn't change. Huh. Well, she was a fool then, Arthur. Well, she put a lot of good years in on an outlaw. She definitely was a fool. In these books, life seems so simple, but in reality, I can't make head nor tail of it. Mr. Morgan! Mr. Morgan, we have a problem. A real problem. It's Tilly. What? She's been taken by them Foreman brothers she used to run with. Come along! The Foreman brothers? What are they doing here? Well, I don't know what they've been doing here, but I can tell you what they're going to be doing here. Dying. Sure. Do we need more guns? You and I can handle this, Arthur. Where are we heading? I'll tell you on the way. Just get going. Okay, da hat er mal wieder über Mary gesprochen, seine Liebe. And quick. She's in Rhodes? No. She's at a place called Radley's house, just west of there. How do you know? When we first got here, she told me she was worried that our camp was near a safe house that gang she ran with used from time to time. And you told Dutch? No. She spoke to me in confidence. I suppose I didn't think it would be a problem. And now it is. Oh, yes. What do they want with her anyway? I think I saw one of the foremans hassling her in Valentine. Genau. Yes, they probably followed us down here. You don't know what happened? She killed one of them for good reason, but clearly they don't see it that way. Tilly? Yes. Young Tilly Jackson isn't as sweet and innocent as you might think. But like I say, she was defending herself. She fled and fell in with us right after that. I just hope we can get to her in time. It's not too far. If they've touched a single hair on that girl's head, I will eviscerate the sons of bitches. Genau. You do care, Miss Grimshaw. Of course I care. About all of you fools. Some just require a firmer hand than others. You especially. Thank you. I swear, half of you would just rot in your own filth if nobody kept you in check. No doubt. Well, I don't know. First Jack, now Tilly? This isn't good, Arthur. Okay, I think that's the place up ahead. I think there's a guard. Yeah. I'll deal with him. Okay. Hold up. Okay, Tilly, das junge schwarze Mädchen, was in der Bande ist, die hatte also vorher schon eine andere Bande und ist da dann geflüchtet, weil sie jemanden aus Notwehr getötet hat und musste dann die Gruppe verlassen. Aber als wir in Valentine waren, in der Seitenstraße, wurde sie schon von einem von dem Typen belästigt. Da habe ich sie ja damals schon befreit. Das liegt jetzt schon ein paar Episoden zurück, aber ich kann mich noch daran erinnern, in der Stadt, da habe ich sie dann da von dem Typen beschützen können. Und jetzt haben sie sie hier wieder entführt. We're lost and in need of some help. Oh, get out of here. Oh, I see that kindly face of yours. Ruhig. That for the right inducement, a gentleman such as yourself could be mighty kind. Now get out of here. Oh, now you keep saying that. You don't mean nothing by it. You said your last words. Well, what are you waiting for? Get in there and find our girl. Miss Grimshaw, ey. Eiskalt und dann auch hier ausrauben. I'll take that. Einfach abgestochen, die Sau. Schloss aufbrechen oder eintreten. Naja, wir können auch ganz schnell Hallo sagen, ne? Schon mal die Waffe nehmen. Die Tür ist wieder zu. Okay. Oben höre ich Stimmen oder hier im Nebenzimmer. Wo ist die Waffe? Alter, wieso nimmst du die Waffe weg?
Ja, Tilly, ich bin ja da. Sind hier noch mehr im Haus? Nick mal zweimal, wenn ja, oder einmal für nein. Oder ich schneide dich raus. Okay, Miss Tilly. Let's get you out of here. I thought there was... Yeah, it don't matter what you thought. It's okay. All right, let's go. Oh, come along, miss. Thank you, both of you. What happened? It was Anthony Foreman. He thinks he owns me. I remember. Where is he? He went out hunting or something. There were five of them, I think. Well, we killed those fellas there. There they are. Come on. Tilly, grab that gun. Anyone approaches, shoot them. Oh, don't worry. I'll be just fine. Now catch that bastard. Zu zweit auf ein Pferd? Ja, ja. Müsst ihr aufpassen, dass ich nicht gegen ein Pferd reite, sonst fallen wir beide runter. Ja. Zu zweit auf dem Pferd, das habt ihr auch noch nicht. Und schon lernen wir wieder Leute aus der Gruppe besser kennen, wie Tilly und Grimshaw. Komm, schieß. Ich hab ein Messer in der Hand. Meine Fresse, ey. So schießt man. Gott, die trifft ja nix, die Frau. Allein schon out of your mind. Hallo, du hast eine von uns hier einfach entführt. Sie geht voll ab, ey, die Frau. Okay, Tilly möchte auch ihre Rache haben, deswegen schnappen wir uns den mal mit dem Lasso. Ja, ja. Wir tun Tilly auf jeden Fall den Gefallen. Na, zu kurz. So ein Dickchen dicht daran. Ja, müssen wir die Bäume hier weg. Komm, hier, freie Fläche, das ist die Chance. Und bingo. Geh mal kurz runter vom... Hey! Make these nice and tight. So, you bring that bastard back to Tilly, so we can all have a nice little chat. I'm gonna head over there now to check she's okay. Und auf das Gespräch bin ich ja mal gespannt. I'll take his horse. Whoa. He won't be needing it no more. Das glaube ich auch. Boah, Tilly, die ist auch so angepisst, dass sie hier entführt wurde. Sie wurde auch geschlagen. Die hat ein blaues Auge. Die schneidet ihn doch gleich den Sack ab, Alter, wenn ich ihn da hinbringe. You have the first idea what you're getting into. I'm Anthony Foreman. Ja, ja, ja. Well, thanks for the introduction, Anthony. Is that Foreman with an A? I want the Undertaker to spell it right. Funny bastard. Who are you running with? She didn't tell you? She didn't tell me nothing. This rope is cutting into me. Don't feel so good when you're the one tied up, does it? She killed my goddamn cousin. Oh, don't worry. You'll be seeing him soon enough. What are you gonna do with me? I ain't sure yet. Reckon I'll let Tilly decide what you deserve. Genau. You're wasting your time with that girl. She's a liar. She'll screw you over like she did me. I should have shot the bitch yesterday like I said I would. You just shut your mouth now, Anthony. I've heard enough. Son of a bitch. Er sagt also, Tilly hat gelogen. Sie hat seinen Cousin getötet. Tilly hat die Geschichte erzählt, dass es Notwehr gewesen war. Dann ist natürlich die Frage, wem wir jetzt glauben. Aber im Moment können wir eigentlich nur Tilly glauben, weil sie ein Teil auch mit von unserer Bande war. Und sie wurde nun mal gerade entführt von dem. Und auch geschlagen. Mal gucken. Hören wir uns das Gespräch gleich mal an, wenn wir ihn zu Tilly gebracht haben, wie das dann abgeht mit denen. Die Sonne steht auch schon tief. Für ihn auch noch tiefer. Ich glaube nicht, dass das hier für ihn so gut ausgehen wird. Alright. Here's your man. Bring him here. Alles klar.
I want to get a good look at this monster. So, Mr. Freeman. Foreman. Foreman. So. Pferd, haut doch ab. So he's still alive then? Yes. Noch ja. You see this girl? You leave her alone. She killed my cousin. Your goddamn cousin had it coming, Anthony Foreman. I don't care if she shot your daddy and cooked your mama for breakfast. She's mine. She ain't yours. You know, a friend of mine, he always says, revenge is a fool's game. Now, you want all your boys dead? She had her reasons. We was family, Tilly Jackson. You Foreman boys ain't no kind of family I want. Kill him, Arthur! You want that? I want him to go away and tell the remaining of his cousins and the clowns he rides with to leave me alone! Now, you think you can do that, Anthony? Or should I slit your throat and just save us all the bother? I'll leave you alone. History is done. History is never done. It's your call, Arthur. But I'd slit his throat. Go on. Hat der Bastard off. Hat der seine Lektion, you know, gelernt? My choice. All right, you. Come on. Let's get you home. Yeah. Tilly hat gesagt, oder wenn Tilly ihn nicht unbedingt tot haben will, lassen wir ihn gehen. Das wäre, wenn, ihre Entscheidung. Nicht meine. Und Tilly möchte ihn nicht tot sehen. Sonst hätte sie das schon alleine gemacht. Ich hoffe, wir werden ihn nicht mehr wiedersehen. Aber wer weiß, wenn wir ihn getötet hätten, ob dann nicht vielleicht dann erst richtig Probleme aufgetaucht wären, wenn sie noch mehr Leute geschickt hätten. Vielleicht hat er jetzt seine Lektion gelernt. So. Mein Pferd steht hier unten. Dein Pferd, ja. Das Lager ist erstmal wieder sicher hier unten. Nichts zu tun. In Rhodes gibt es gerade auch nichts. Ich bin ja hier noch in Rhodes, da bei der Hütte. Und dann kann ich jetzt Richtung Saint-Denis. Das mit dem Professor ist auch nicht verschwunden. Oder dahin. Ich glaube, das ist der kürzere Weg, wenn ich dann hier lang reite, das mit dem Professor mache und dann in die Stadt gehe. Was ist das denn hier eigentlich? Charles... Ist das der... Siehe nach, was mit der Aufruhr auf sich hat. Der Weg des Künstlers. Okay. Der Franzose oder was? Charles Chatney. Habe ich den nicht mal getroffen? Der Weg des Künstlers und hier der Bruder Dawkins. Das sind die Aufgaben. Aber hier den Schnaps holen und dann zum Professor bringen, wäre natürlich jetzt von hier aus dahin der bessere Weg. Ich muss weit reiten. Ich glaube, ich werde schon mal vorreiten bis hierhin oder sowas. Und dann euch dann in der nächsten Folge begrüßen. Da oben an dem Punkt, den ich markiert habe. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen heute. Wir haben wieder ein bisschen mehr aus der Gruppe kennengelernt. Mit Miss Grimshaw. Und ja, man sieht schon alle in der Gruppe, die wir da in der Bande dabei haben. Sie sind nicht ganz unschuldig, die Leute. Sie kommen so nett rüber, auch wie mit Miss Grimshaw, aber auch sie ist eine eiskalte Mörderin, wenn sie muss, ne? Wie sie den Typen hier abgestochen hat, irgendwie, ohne Skrupel. Einfach zack in den Hals. Damn. Das sind alles gefährliche Leute, eigentlich. Gesetzlose halt. Also, Dankeschön fürs Einschalten, vielen Dank für den Daumen nach oben und bis zur nächsten Folge morgen. Und ich bleibe hier noch ein bisschen im Regen stehen und warte auf mein Pferd. Macht's gut, ciao, ciao.